Hallo, in diesem Video möchte ich erklären, warum wir unsere Normalverteilung immer in diese Normalverteilung mit dem Erwartungswert 0 und dem der Varianz 1 umrechnen müssen. Was meine ich damit? Wir haben hier unsere, sag mal, sehr bucklige Normalverteilung und hier ist unser Erwartungswert μ. Nicht so schön geschrieben. Und wir haben auch eine Varianz von, wir nennen es mal Sigma Quadrat. Und die Aufgabe ist jetzt, wir sollen ausrechnen, wie viel Schüler, sagen wir, das ist ein Test. Hier sind 0 Schüler, also bei Minus unendlich, sage ich mal, sind 0 Punkte, Entschuldigung, 0 Punkte. Und hier sind 100 Punkte. Und dieser Graph gibt uns an, wie viele Schüler wie viele Punkte gegeben haben. Und ja, hier ist der Erwartungswert der Punkte. Das soll nur 100 sein, keine 100 oder 109. Und ja, wie gesagt, wir sollen jetzt rausfinden, wie viele Schüler haben denn hier eine relativ schlechte Punktzahl. Und die Art, wie wir das machen, ist, wir müssen es erstmal umrechnen. Wir sagen dann meistens so, es gibt hier diese Variable z dann, wenn das hier zum Beispiel unser x war. Dann gibt es jetzt z und dann sagen wir, z ist gleich x minus μ, um das nach links zu verschieben und teilen das dann durch die Standardabweichung. Was kriegen wir da raus? Wir kriegen dann die Normalverteilung mit, die man gerne so schreibt, raus. Hier ist der Nullpunkt. Wir haben eine Varianz von 1 und das dann diese typische... So. Das ist nicht ganz, aber ihr wisst, was ich meine, hoffentlich. So, wir rechnen das dann aus, dann berechnen wir diesen Teil und so, hier berechnen wir jetzt diesen Teil, wir lesen das an der Tabelle ab und dann müssen wir das wieder umrechnen. Wir müssen dann wieder sagen, sagen wir, das hier ist, keine Ahnung, W nennen wir es mal und dann müssten wir sagen, W mal wieder diese Standardabweichung plus den Erwartungswert, damit wir das wieder so hier reinquetschen sozusagen. Und dann kommen wir, rechnen wir das wieder zurück nach hier. So, aber was genau passiert hier eigentlich? Warum machen wir das? Der Hintergrund ist, wir können das natürlich ausrechnen. Wir können ausrechnen, wie viel ist denn hier unter der Kurve. Das haben wir gelernt, das können wir mit dem Integral machen. Das Problem ist aber, dass es sehr nervig oder sehr kompliziert zu rechnen. Gerade weil wir auch, wir haben glaube ich für die Normalverteilung irgendwelche komplexen e hoch irgendwas Ausdrücke. Das möchte man nicht immer machen. Deswegen hat man sich gesagt, guck mal hier, es gibt die eine Normalverteilung mit dem Erwartungswert 0 und der Varianz 1. Und für dieses Ding hier rechnen wir einfach mal alles aus. Was heißt alles? Wir berechnen das Integral von minus unendlich von da irgendwo bis einmal hier. Und einmal bis hier. Und einmal bis hier. Und einmal bis hier. Und einmal bis hier. Was heißt bis hier? Das heißt, wir gucken uns an, wie viel ist unter der Kurve. Ich versuche das mal so nachzumalen. Bis zu diesem Punkt. Und das machen wir mit ganz vielen, ganz winzigen kleinen Punkten. Und das schreiben wir in eine Tabelle. Für einen x-Wert hier auf dieser x-Achse haben wir dann einen, ich nenne es mal a für Arealwert, wie viel Fläche denn unter der Kurve hier wäre. Und irgendwann kommen wir dann zum Punkt 0, also irgendwo, wir fangen irgendwann an bei minus unendlich. Wir kommen irgendwann zum Punkt 0 und kommen dann aufs Areal 0,5. Okay, wir machen es mal deutsch. Und das rechnen wir dann wieder um und dann kriegen wir hier die richtige Zahl raus. Was hier passiert ist, wir berechnen, wenn wir das hier umrechnen, das ist ein einfacher Dreisatz. Wir machen aus unseren Schülern, aus unserer Kurve der Schüler, machen wir eine Kurve aus Prozent. Das sieht man auch schön hier an der 0,5. Der sagt uns nämlich, wie viel Prozent von dem ursprünglichen sind denn bis zu diesem x-Wert, bis zu diesem x-Wert. Und bis zum Nullpunkt, das ist ja genau der Mittelpunkt, sind es nämlich genau 50%. Und was wir dann hier bei dem Umrechnen wieder machen, ist, wir sagen, okay, die 50%, wir können natürlich jetzt nicht als Antwort 50% geben. Wir haben gefragt, wie viele Schüler sind das? 50%. Das ist keine Antwort, keine richtige. Wir müssen dann eben sagen, na gut, von unseren 100.000 Schülern, die wir haben, sind es halt dann 50.000, die in diesem Bereich sind. Oder in diesem, oder ja, 50.000 wären dann genau die Hälfte, also in diesem Bereich. Und das soll es auch eigentlich schon zu diesem Video gewesen sein. Die Kernaussagepunkte waren, wir rechnen das um in dieses Teil hier. Dann berechnen wir hier an diesem Graphen den Prozentsatz, der unter der Kurve ist. Und dann rechnen wir diesen Prozent, also wenn das jetzt 50% sind oder 60% sind, dann rechnen wir das hier drauf um. Und der Hintergrund, warum macht man das, ist, weil das Integral von dem Ding relativ kompliziert oder schwer zu berechnen ist. Und wir das halt einmal einfach hier gemacht haben und eine lange Tabelle dafür haben. Und dann brauchen wir nur noch nachgucken. Und das soll es auch schon gewesen sein. Fragen, Kommentare, Anmerkungen in die Kommentare, am besten mit einer Zeitangabe, an welcher Stelle ihr genau die Frage hattet. Vielen Dank fürs Schauen.